Hallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Resident Evil Revelations 2 und Raid Mode. Diesmal mit Albert Wesker. Jo, guckt euch den mal an. Guckt euch diesen Typen mal an. Sieht aus wie Lederschwuchtel. So Leute, das ist der Albert Wesker. Das ist der Mann, ohne den wäre das Resident Evil kein Resident Evil. Der ist wie Chris Redfield, ist er seit dem ersten Teil dabei. Er war damals, im ersten Teil war der der Captain von Stars Alpha Team. Der wollte die im ersten Teil verraten und an die Zombies verfüttern. Hat aber nicht funktioniert. Ist dann am Ende gestorben durch den Tyrant. Das könnt ihr euch alles nachgucken. Bei mir. Ich habe ja das Resident Evil 1 durchgespielt. Das könnt ihr alles. Die Videos könnt ihr euch alle angucken. Der kam aber wieder ans Leben. Der hatte von seinem Kumpel William Birkin so einen tollen Virus bekommen, was den wieder zum Leben erweckt hat. Und durch den Tyrant hatte der ja auch das T-Virus in sich. Mann, haut ab, ey. Yes. Und dann hat er echt Superkräfte bekommen. Im fünften Teil da. Wow, Alter, wo kommst du denn her? Verpiss dich. Und du auch. Das ist diese kleine miese Ratte, ey. Der macht die alle stark. Na, auf jeden Fall hat sein Kumpel Dr. William Birkin dem so einen tollen Virus gegeben. Hat er sich kurz bevor der Tyrant den erledigt hat, hat er sich damit infiziert. Ja, und dann hatte der echt Superkräfte bekommen. Der war wie Neo aus der Matrix im fünften Teil. Ah, dieser Fetter. Hau ab. So, hier die kleine Missgeburt muss ich erledigen. Verdammt. Willi. Hau ab. So. Fertig. Na, auf jeden Fall, danach kam der zum ersten Mal wieder bei Resident Evil Code Veronica und Code Veronica X vor. Da hatte der wieder so ein bisschen eine kleine Kampfszene mit Chris Redfield. Ja, danach war der im vierten Teil, kam der im vierten Teil vor. Da hat er Ada Wong, hat die Ada Wong so ein bisschen für den gearbeitet. Alter. Na toll, jetzt ist der hier. Ich muss den. Oh fuck, jetzt muss ich nachladen. Natürlich. Na, auf jeden Fall. Piss dich, Alter. Da hat die Ada Wong auf jeden Fall für den gearbeitet und man konnte den als Mercenary spielen, war der als spielbarer Charakter. Danach war der natürlich im fünften Teil als Endboss, wo der Chris Redfield den besiegt hat. Aber das war echt schwer, ich habe das gespielt, das war sau schwer, den zu besiegen. Ich meine, der hat sich wie Neo immer. Er konnte die Kugeln ausweichen und alles mögliche, Raketenkugeln, er konnte alles ausweichen. Hier, das ist der letzte. Leck mich, Alter. Fertig. Und ja, danach war der, glaube ich, noch bei Resident Evil Mercenaries für die Nintendo 3DS spielbar. Ja, und hier halt. Ziemlich cooler Typ.
ziemlich cooler Bösewicht. Hat immer nur an sich gedacht, nie an andere. Das finde ich gut. Hat er super gemacht. Also hier, dieser Ort, dieser Level, das ist auf jeden Fall ein Schauplatz aus dem Resident Evil 6. Hier ist normalerweise Wasser, alles voll mit Wasser gewesen. Hier hat man mit Leon und Helena Harper gespielt, wie im letzten Part schon, im Flugzeug. Jo, habe ich alles mitgenommen? Ich glaube schon. So, dann gehen wir mal weiter. Und hier, guck mal, was der für eine Machete hat hinten. Und was hat er in der Hand? Was hat er in der Hand? Einen kleinen popeligen Messer. Wieso nimmst du nicht das, was du hinter dir hast, ey? Alter, ich verstehe das Spiel nicht. Mach klar, yeah. Ein cooler Move. Mann, so. Natürlich alles geschafft. Komplett Abzeichen, jo. Mann, da hat noch ein bisschen gefehlt. Komm, ey, verdammt. So, hier den Müll. Okay, Leute. Dieser Part ist zu Ende. Wir sehen uns im nächsten wieder. Macht's gut und tschüss.